Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und den Müttern einen guten Muttertag. Heute im Evangelium sagt Jesus, im Haus meines Vaters ist Platz für euch alle. Das finde ich ganz was Schönes. Und mir kommt für die offene Kirche, die ist so ein Symbol dafür. Da kannst du überall reingehen, ganz egal, ob du gut drauf bist oder weniger gut, ganz egal, wie es dir geht. Ob du ein Lichtl anzünden willst, ob du vor Tanzer betzt, ob du ein bisschen alleine sitzt oder nur ein wenig die Kirche anschaust, im Haus deines Vaters, da bist du immer willkommen. Du kannst ja auch still in der Bank sitzen und einfach genießen, dass du da im Haus deines himmlischen Vaters sein darfst, dass du da daheim bist. Eine Minute oder fünf oder zehn, dann wirst du schon eine kleine Meditation. Oder du lässt einen Satz von Jesus durch den Kopf gehen. Euer Herz sei ohne Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und für so eine Meditation brauchst du nicht einmal eine Kirchenbank. Da genügt auch der Polstersessel oder die Hausbank. Jetzt ist ja Muttertag und da möchte ich gerne eine Mutter besuchen. Und ich habe mir gedacht, da besuche ich die Waltraud. Das ist unsere Sekretärin. Waltraud, wie alt sind denn deine Kinder? Ja, wir haben drei Kinder und der Martin wird jetzt 17, die Sarah 21 und die Alexandra ist schon 22. Da kann man feststellen, dass sie bei den Kindern auch so oft viel hörst. Fast ein bisschen wie beim himmlischen Vater aus, wo Jesus sagt, da ist Platz für alle. Genau, wir sind entweder zwei Leute oder bis zu acht, weil die Kinder haben einen Partner und die kommen auch gern zu uns und da ist dann schon früh am Tisch. Das ist sicher auch eine schöne Sache. Ja, schon, weil wenn sie alle gern heimkommen, gefällt mir das ja. Und jetzt denke ich mir, dass es jetzt nicht nur eine Sache ist, dass am Tisch Platz ist, sondern muss man ja im Herzen Platz haben für die Kinder und dann auch für die Partner für die Kinder. Kann man sagen, ein Kind kann bei eng in jeder Situation kommen. Ja, auf jeden Fall. Und das war auch bei ihm schon so. Das Hotel Mama ist einfach, man geht gern hin und auch die Partner. Und jetzt mit unseren Kindern ist genau das Gleiche. Die kommen gern zu uns. Und eine Freunde sind auch immer da und ist immer das Haus voll. Waltraud, viel Freude mit deinen Kindern. Sie sollen dir viel Freude machen. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Muttertag. Dankeschön. Und das möchte ich auch daheim allen Mamas und Omas wünschen. Gerne. Im Herzen meines Vaters ist Platz für euch alle, sagt Jesus. Daheim in der Familie konnten die Kinder ein Herz aus Blumen legen, das große Herz Gottes, und da konnten sie jetzt alle Menschen einlegen, die was ihnen wichtig sind. Sei es durch eine Blume, oder sei es mit einem Glasstein, oder vielleicht auch mit einem Herzen. Alle Menschen, die was uns wichtig sind, legen wir in das große Vaterherz Gottes ein. Lest im Johannesevangelium das 14. Kapitel, wo Jesus das sagt. Und dann könnt ihr vielleicht Gott danken für jeden Menschen, was jetzt in das Vaterherz Gottes eingelegt habt. Und zum Schluss kommt man zu unserem Vater im Himmel noch beten, mit dem Vater unser. Schönen Sonntag, gesegneten Muttertag.